Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Heute mit Triple Trip. Einer Map des guten Anionen, von dem ich inzwischen zwei Maps übersprungen habe aus dem aktuellen Workshop, weil es mir irgendwann auch reicht mit der Schwierigkeit. Das hier könnte wieder eine Stufe runtergehen, vielleicht auch nicht. Er schreibt ja immer Experienced Players und ja, ich habe es ja schon dreimal gesagt, das bin ich dann offensichtlich nicht. Also plage ich mich auch mit dem Ding ab, aber man darf mal wieder beide Portale benutzen. Es ist keine Monoportal-Map. Mal gucken. Es wird hoch gelobt, auch von anderen als den üblichen Experten. Vielleicht habe ich eine Chance. Und es soll sehr kampagnenartig sein. Was immer das heißt. Also vom Style her schon mal, von der Musik her vielleicht auch. Oh Mann, und sie sind immer so groß. Oh, was ist das? Das sieht nicht gut aus. Sie sind immer so groß. Okay, ich nehme eine Lichtbrücke mit. Oder? Tue ich das? Oder ich gehe da raus, ne? Das andere gibt es ja jetzt hier kaum. Was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Komme ich dann irgendwie wieder... Das mit der Lichtbrücke ist auch keine gute Idee. Was ist denn, wenn ich da rausgehe und mich auf diese... Faithplate... Ach, sehr witzig. Kann ich mich nicht fallen lassen. Weil ich meine Lichtbrücke nicht umschießen kann, ne? Also gibt es schon nur eine Möglichkeit, darüber zu kommen, richtig? Nämlich mit der. Ich habe nach wie vor die Lichtbrücke. Das könnte ich zwar jetzt als Vorteil einsetzen, wenn es überhaupt einer ist. Also da irgendwo hin. Aber es kann eigentlich nicht Voraussetzung sein, weil ich hätte es auch verhauen können. Wie komme ich denn da jemals wieder hoch? Da geht der Grill noch weg. Ich gehe erstmal rüber. Und dann ist die Frage, also da lande ich. Ich denke, ich schaffe es noch unterm Grill durch, oder? Ja, okay. Das heißt, ich habe nach wie vor die Brücke. Aber jetzt kommt was mit Laser. Was bewegt sich denn hier? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich höre was. Habt das auch gehört? Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall irgendwie... Oh, ja, da hört man es wieder. Irgendwie hier hoch, deswegen... Okay, keine Laserkollision. Deswegen geht man dann mal hier hoch. Offensichtlich, hier ist ein... Oh. Hier ist ein Turret am Ausgang. Aha, das Ding fährt einfach hin und her, oder was? Recht langsam. Ist die Frage, wie kriegt man jemals... Okay, nette Mechanik. Wie kriegt man jemals den Laser hier hin, um das Ding zu braten, ne? Das wäre zumindest meine erste Eingebung. Wow. Okay. Tja. Nun bin ich hier oben und was mache ich jetzt? Da fliege ich wieder zurück, aber durch den Grill durch. Offensichtlich dann auf diese Zische. Aber warte mal, da konnte ich stehen. Ja. Ach so, da kann ich erstmal treffen. Okay. Dann ist da offen, aber da muss ich auch noch hoch. Da muss ich vielleicht die Lichtbrücke an. Nee, kann ich nicht anders nehmen. Was hilft mir das? Hier durchgehen ist... Vor allen Dingen, wie komme ich denn hier am Ende bitte rein? Und hab noch einen Laser. Das ist doch, als wenn man... Muss ich den vorher irgendwie wegkriegen? Hier schon schießen? Ja, das wird sich später klären. Also, da ist der Ausgang, aber da werden sie auch erschossen, heißt es. Ach so, ich kann ja jetzt so zurück, ohne meine Portale zu verlieren. Hier ist nichts. Ja, aber was hilft mir denn das? Oh, ich springe dreimal. Hilft auch nichts. Ich probiere es mal aus. Es sieht ja echt recht überschaubar aus, ne, die Kammer. Einmal, zweimal, dreimal, klatsch. Okay. Was hilft das? Was hilft das? Soll ich da rauskommen? Ich muss es einfach mal riskieren. Und zwar wäre jetzt die Idee, aufzumachen. Und wenn ich den deaktivierten Grill passiert habe, dann gehe ich da rein und komme da raus und lande vielleicht dort. Im besten Fall sogar da oben, glaube ich, aber nicht so ganz. Aber gut, der Grill ist auf welcher Höhe? Jetzt
Man sieht ihn durch den Grafikfehler. Ich würde sagen, wenn ich... Auf jeden Fall, wenn ich auf dem drauf bin, habe ich es geschafft. Also wenn ich den zweiten Sprung habe, dann... Also wo kann man es sehen? Hier. Also jetzt. Wow! Ich bin natürlich erstmal unten, aber... Ich kann hochspringen. Ich mache... Was mache ich denn? Ach, ein Würfel! Siehst du, habe ich ja noch gar nicht geguckt. Ist der holbar? Kullert der im schlimmsten Fall dahin? Nee. Okay, ich komme darüber auf jeden Fall. So ganz ist mir das noch nicht klar, wie das geht. ach so, siehst du, wenn ich jetzt... Oh, Moment mal, geht das? Nee, das geht nicht. Kann den Laser von hier nicht holen. Gut, ich gehe erstmal wieder zurück. Jetzt wird mal geschaut... Wie war das Ganze hier mit Würfel lösen? Der liegt da. Wenn ich mir den jetzt hole, kann er von hier oben schon mal zum Beispiel direkt hier reinlenken. Wie komme ich denn jemals wieder dahin? Achso, warte mal, ich kann ja die Brücke von da oben dann holen. Das konnte ich jetzt nicht, weil ich ja die Verbindung schon... Ja, okay. Weil ich die Verbindung schon nicht mehr hatte, aber jetzt werde ich sie mal direkt mit dem Würfel machen. Ohne Portalverbindung. Also Würfel da hochschaffen. Ist jetzt mein Plan. Direkt aufmachen. Da rauskommen. Also da wieder rüber gehen. Anders komme ich ja da zum Anfang nicht zurück. Einmal, zweimal, dreimal. So, ich weiß noch nicht, was ich will, aber ich hole erstmal die Brücke, würde ich sagen. So, was kann man jetzt tun? Was kann man da, was soll man da am Ende machen? Soll der Würfel... Warte mal, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Konnte ich da schon durchschießen? Das wäre ein bisschen zu einfach gewesen, ne? Momentchen mal, jetzt gucke ich mal da. Glaube nicht, dass da was ging. Jetzt würde ich erstmal wieder... Oder was heißt wieder? Erstmalig mit der Brücke rübergehen. Nicht wahr? So, die Idee hat sich also auch erübrigt. Die Sprungfeder geht in eine ganz andere Richtung. So, und jetzt gucke ich mir das Ganze mal an, was ich hier machen kann. Ja, da ist natürlich alles dicht. Ist klar. Warte. Könnte ich jetzt... Die Frage ist, glaube ich... Nee, auch nicht. Die Frage ist ganz klar, wie kriege ich den Laser hier irgendwie... Da, wie? Also es muss von da außen gehen, ja? Heißt, der Würfel liegt wo? Da? Geht auch nicht. Der Laser trifft direkt dort, wenn er aus dem Portal kommt. Welche Höhe ist es? Es ist genau die Höhe, auf der ich stehe. Auf der befindet sich auch das Turret. Ach so, kann ich von da? Glaube ich auch nicht. Ich guck's mir einfach mal an. Nix ist, da kann man auch kein Turret treffen. Also müsste es eigentlich... Das ist ja mal absurd. Müsste es eigentlich von wo? Von da ganz hinten vielleicht? Aber wo wäre da die... Von da? Jetzt wird's aber ein bisschen abgefahren, oder? Hupsa. Nee, da komme ich nicht ran. Das muss... Da würde ich ja gern noch wissen, wie es da aussieht. Ich muss mal ein bisschen jetzt hier mir die Winkel angucken. Findet hier unten noch irgendwas statt? Eigentlich nicht, ne? Würde ich mal sagen. So, jetzt gucken wir es uns mal von oben an. Also, hier ist zu hoch. Ja, es ist sehr verdächtig, dass hier so eine kleine Ecke ist.
Die wiederum auf der Höhe ist, würde ich mal sagen. Also ich gehe jetzt nochmal rüber. Und dann gucke ich mal. Was hier der Fall ist. Ups. Von hier könnte man es treffen. Aber da kann man auf keine vernünftige Art den Laser rausschießen. Ne? Von da hinten ging es schon nicht mehr. Also dieser Bereich hier. Dieser Bereich hier oder eben da. Hier soll man auch mal mit der Brücke rübergehen? Was? Kann man mir da bitte erklären, wie? Oder das heißt nur, dass ich sie da hole, ne? Von da oben. Da müsste ich allerdings da runter gucken, um den Hinweis zu sehen. Was für ein Scheiß. So, also man muss davon ausgehen, dass der Würfel sich in diesem Bereich hier befindet, um das dahin lenken zu können. Das würde aber bedeuten, dass ich... Achso, stehe ich selber da. Und schieße den Laser drauf. Oh, das wird ja interessant. Das wird ja interessant. Also nochmal, ich gehe mit der Brücke rüber. Oder gehe ich da raus? Ja, ich muss ja gleichzeitig... da den Laser holen. Das ist nämlich das Interessante daran. Wie schaffe ich es, eine Verbindung von hier zu da zu haben? Warte mal, wenn ich so... Also ich kann von da unten nicht mehr treffen. Das hier ist auch eingelassen. Kann man hier wieder runterfallen? Ich fürchte ja schon. Nee, kann man nicht. Okay. Ja, also ich muss es schaffen, diese Fläche... Wir können es uns nochmal anschauen. Also ich treffe da und ich muss dann da stehen offensichtlich. Mit dem Würfel und den da so halten. So sieht es mir jetzt aus. Dann muss es was mit diesem Rückweg zu tun haben. Was heißt es? Was heißt das? Ich habe gerade überlegt, dass ich da ja wieder die Brücke hätte. Der Brücke raus. Nee. Wie kann ich von da unten? Ich muss leider nochmal rüberspringen. Ach so, wenn ich es jetzt. So kann ich wieder nicht aufrechterhalten. Okay, machen wir erstmal so. Was wollte ich gerade sagen? Wie kann ich von da unten eine Verbindung hinkriegen? Das ist jetzt die Frage. So, also ich kann ja... Hier gibt es ja nichts, was irgendwie... was hilft mir die Brücke? Jetzt habe ich eine Verbindung. ach, warte mal. Warte mal, jetzt habe ich die Verbindung nach da unten. Wenn ich jetzt hier rüber gehe... Ach, dann komme ich wieder nicht hoch. Komme ich wieder nur da hoch. Wenn ich jetzt da rüber gehe, kann ich da schon nicht mehr reintreffen, kann aber hier auch keine sonstige Verbindung hinkriegen. Also da unten runter ist doch irgendwie keine Lösung. Jetzt habe ich natürlich wieder die Verbindung aufgegeben. Kann ich gleich wieder machen. Also hier, um es nochmal zu zeigen, das sieht aus wie eine klare Sache. Ne? Man steht hier, lässt sich den Laser hier hinballern, hält den Würfel hin und trifft sogar komplett im 90-Grad-Winkel. Das passt eigentlich sehr gut. Das passt eigentlich sehr gut. Schafft man es irgendwie? Wenn ich jetzt Folgendes mache... Überleg gerade was. Ich kann jetzt eine Sache anders machen als vorher. Ich kann jetzt mit der Brücke da raus. Was mir jetzt hier nicht so viel hilft. So. Ach so, warte mal. Oh! Nee. Jetzt dachte ich, treffe ich hier und kann irgendwas machen.
Aber so ziemlich gar nicht, nee. Also ich kann da rauskommen, aber die Verbindung ist eigentlich nichts wert. Sozusagen so springen, wieder hier oben sein. Das hätte ich auch so geschafft. So, das war der Würfel. Muss der irgendwie aufgelöst werden und wiederkommen? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil dann liegt er da unten. Da komme ich auch nicht gescheit ran. Okay, wie kann ich jemals hier rausgehen und irgendwo sinnvoll ankommen? Ich kann die Sprungfedern eigentlich nicht großartig nutzen. Vielleicht muss ich nochmal mit dem arbeiten. Dann wüsste ich aber gerne, wie. Hier oben ist ja sonst auch nichts. Ja, ich hab die Kammer durch irgendwie. Hier springen, da schießen ist eigentlich... bringt nichts. Hier kann ich nichts treffen. Großartigen Schwung kann ich nicht nutzen. Da kann ich nie raussteppen. Es sei denn, mit Lichtbrücke oder eben mit Schwung. Hier unten ist, kann nichts Sinnvolles sein. Jetzt hier treffen. Was haben wir uns denn da schon wieder ausgedacht? So viel ist ja da auf den ersten Blick wieder nicht möglich. Also nochmal, das beste Fortschritt, den ich bisher hatte, war ja dieser hier. So traurig das ist. Ist das da unten nur ein Rückweg oder ist das mehr? Hier nochmal den Würfel, mit dem Würfel irgendwas machen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Kann der Grill irgendwie hilfreich sein? Irgendwas mit Nullportal? Glaube ich ja auch nicht so wirklich. Also nochmal da rein und dem zurück. Ich komme doch hier nie anders hin. Warte mal. Nochmal was ausprobieren. Da raus. Dann wieder zurück. Ach so, warte mal. Jetzt sehe ich gerade was. Ich kann Brücke und Laser kombinieren. Für einen Moment. Hilft mir das was? Also jetzt könnte ich da hochlaufen. Ich wollte sowieso gerade da rein und jetzt sehe ich, dass das die Verlängerung des Lasers ist. Ah, das wird interessant, dass ich... Naja, vielleicht auch nicht. Ja, jetzt komme ich hier wieder nicht raus. So, jetzt nehme ich wieder den... Würfel gerade nicht mit. Mann. Kann der schon da gelegen haben? Aber ich muss ja selber noch rüber. Also jetzt könnte ich... Jetzt könnte ich zwar mit der Brücke nachkommen, aber dann hätte ich den Laser ja auch wieder nicht. Was ist denn das? Also es geht hoffentlich nicht über irgendwelche komischen Winkel. Da bin ich mir sehr sicher. Obwohl es ja... durchaus sein könnte, dass man den... Nein, aber viel bringt das nicht, dass man den... dass man mal so zielt. Oder den Würfel hier liegen hat und dann springt da irgend... Ah! Das gucke ich mir jetzt mal an. Moment.
Wer weiß, was hier nicht alles möglich ist. Und zwar gehen wir mal wieder ein Schrittchen zurück. Da hatte ich die Brücke. Und da lege ich jetzt mal den Würfel hin. Und zwar so, dass er es mir... Ja, das sieht eigentlich sehr logisch aus. Er liegt jetzt über dem... Oh, ist ein bisschen knapp hier. Er liegt jetzt über der Sprungfeder. Macht auf. Erlaubt mir, dass ich erstmal vorlaufe. Achso. Das Dumme ist, dass der jetzt kaputt geht. Wenn er dann springt, oder? Hab noch nicht geguckt, ob er Auto-Respawn hat. Es wäre schön, wenn er... Oder... Nee, das war ein kompletter Grill. Also man springt... Das kann es doch auch nicht sein. Der Würfel springt sich dann einen kaputt. Ist ja auch doof. Außerdem brauche ich ja immer noch diese Verbindung. Verdammt, noch eins. Warte, wenn... Nochmal anders. Wenn er hier liegt und ich da reingehe, das ändert ja nichts. Außerdem komme ich dann da nicht... Nee, das hätte ich jetzt anders machen müssen. Das ist sozusagen so eine Art Kreuzung. Irgendwas muss es doch damit zu tun haben, dass der dann da springt, oder? Was wollt ihr jetzt machen? Jetzt die Brücke wieder hier hin. Das ist jetzt nur experimentell. Ich habe noch nichts direkt vor Augen, was es mir bringen sollte. So, da gerade durch wollte ich nicht. Das bringt mir den Laser nur nach da hinten. Deswegen, ich mache nochmal... So, das ist ein bisschen... Bisschen unangenehm eng hier. Ich weiß deswegen allein schon nicht, ob es gewollt ist. So, also so mache ich auf. Weiß ehrlich gesagt nicht so recht, warum ich aufmache. Weil es dann doch gleich wieder in die Brüche geht. Aber jetzt halte ich ihn auf jeden Fall weiterhin. Gehe rüber. Kann von hier aus... Und da wird es brenzlig. Wenn man den wenigstens abfangen könnte, wenn er denn überhaupt neu kommt. Achso, warte mal, ich... Nee, das ist doch scheiße, das geht doch nicht. Ich kann doch diese Verbindung einfach nicht halten mit dem Laser. Das bringt jetzt alles gerade komplett gar nichts. Der Würfel fällt gleich, springt und landet im Grill. Und ich habe so eine Verbindung hier. Ich mache es jetzt einfach mal, um zu sehen, was passiert. Würfel kaputt, kommt sogar neu. Und liegt hier unten rum. Das ist doch Schrott. Ich habe eigentlich nichts gewonnen. Was für ein Blödsinn. Es war ein Experiment, aber es war ein... Eins, was schiefgelaufen ist. So, nächste Idee, dass man... den Würfel da liegen hat, aber dann kann man auch den Laser gar nicht hinbekommen. Oder muss er jetzt hier oben irgendwann? Nee. Wenn der Würfel hier liegen würde, könnte er auch aufmachen. Aber wo soll da bitte der Laser herkommen? Nicht wahr? Das ist doch die große Frage. Gibt es Zwischenstationen für den Würfel, die sinnvoll sein könnten? Oder hätte ich ihn... mitnehmen müssen? Nee. Ist ganz da hinten irgendwie raus? Ach, Mann, oh. Hier kommt gleich wieder so eine absurde Idee zum Tragen. Ich weiß das schon. Das mache ich von hier unten wieder auf. Aber was hilft mir das? Brücke kann ich eh nicht holen. Schieße ich irgendwie vom... Nee. Von der Basis der Brücke zurück, habe ich gerade gedacht. Also nochmal, Brücke habe ich wieder mal gar nicht. Aha. Ist das mehr als ein Rückweg hier? Kann es mir nicht vorstellen. Was kann man hier tun? Wie weit kann man den Würfel holen? Und irgendwo hinlegen und mit dem Laser was machen?
kann ja nur die Fläche sein. Wo soll er denn sonst liegen und... Kann ich gleichzeitig mit dem Portal die Brücke und den Laser machen? Oder eben hier vorne. Das sieht ehrlich gesagt komplett naheliegend aus, dass er hier liegt. Aber dann springt er halt und geht kaputt. Was soll mir das bringen? Oder soll ich ihn dann irgendwie ein Stück weiter nochmal abfangen? Wer weiß das schon, ne? Dass das so eine Art Zwischenbewegung wird. Ich habe keine Ahnung. Also, dass man erstmal hier aufmacht. Wie war das noch? Bin hier zurückgegangen. Allein schon hier, ne? Dieses Portal irgendwie zu halten. Aber wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Wie? Also was ich ausgeschlossen habe, ist, dass man hier rausfliegt und gleich da trifft. Deswegen ist es hier auch eingelassen. Ne? Also man wird hier im Flug nichts noch treffen müssen. Das wäre auch viel zu knapp. Also muss man doch sinnvoll von da drüben... Ich raff's nicht. Soll ich es nochmal umschießen? Soll ich jetzt... die Brücke nochmal dahin machen? Wozu? Wenn ich jetzt... Ach so. Jetzt mache ich das gleiche mit dem... Nee. Nee. Doch, der landet dann da unten. Das gleiche mit dem Würfel. Das heißt, ich würde jetzt... Okay, das ist eine Möglichkeit. Dann kann ich dieses Portal halten. Aber als nächstes... Weiß ich schon nicht mehr, wie ich da reinkomme. Also den Würfel würde ich jetzt hier springen lassen. Da rein. Aber erst... Also anders. Ich würde den Laser jetzt holen, habe ja da das blaue Portal, würde also hier orange schießen. Dann wäre die ganze Zeit offen und der Würfel würde springen, weil er ja nicht mehr die Brücke hat. Dann springt der da rein. Oder? Was soll der da? Was hilft mir das dann, ne? Wie komme ich dann jemals wieder dahin? Warte, hätte ich da drüben sein sollen? Springe ich genauso? Das ist doch super schlecht. Wie komme denn ich dann dahin? Ich hätte das gleiche mit dem Würfel mal, also sogar mit dem Würfel zusammen machen können. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich an der Brücke stehe. Das heißt, ich könnte ihm sogar hinterher... Aber den Laser habe ich deswegen noch lange nicht. Das ist der Witz an der Angelegenheit. Aber... Ich habe keine Ahnung. Ich mache es jetzt mal. Also ich lasse jetzt den Würfel fliegen. Und er kommt jetzt durch blau durch und ist da drüben. Dann kann ich wiederum mit der Brücke rüber, wo ich noch nicht den Sinn sehe. Aber das wäre jetzt... sowas. Könnte was auch immer machen. Ihn mir zurechtlegen oder jetzt hier eine Verbindung schaffen. Auf jeden Fall ist jetzt leider dieses Portal weg. Es ist so ziemlich alles weg. Was kann ich jetzt tun? Neurufen scheint keine Option zu sein. Hier oben liegt da blöd. Jetzt kann er natürlich... Oh. Ich ahne was. Der liegt hier nur ganz kurz. Deswegen auch die 90 Grad und der saubere Winkel. Der liegt jetzt hier? Ich gehe zurück. Kann das, was ich machen will, jetzt noch nicht machen. Hier kann man es übrigens auch sehen. Ich kann da nie treffen. So, der liegt jetzt hoffentlich sauber. Ich speichere mir mal. Nee, dann ist die Musik wieder weg, oder? Ach, egal, ich riskiere es. Speichere mir das ab. Geh hier raus. Kann unten drunter durch, ohne dass ich durch den Grill gehe.
Das ist ja eine Idee. Wenn sie denn jetzt klappt. Und habe nur einen ganz kurzen Moment, wo der Laser, wo die Brücke durch den Laser ersetzt wird und der dann hoffentlich trifft. Jetzt kann man das leider nicht sehen, also da ist orange. Wenn ich jetzt hier blau setze, höre ich im besten Fall ein Turret schreien und brennen und explodieren. Und der Würfel, na, der bleibt da. Es hat nicht geschrien, aber es ist explodiert. So, kam da noch was oder war das der Ausgang? Das ist ja doch witzig als Idee. Also da bin ich ja eine Weile nicht drauf gekommen. Ich dachte, ich muss da selber sein und halten. Ey, das ist ja cool. Ja. Okay. Da hat man jetzt gesehen, dass es eine seiner nicht furchtbar schweren Kammern ist. Hat mich nur eine halbe Stunde gekostet. Super. Aber zumindest ist... ich sag mal, meine Anionen-Motivation ein kleines Stückchen zurückgekehrt, auch wenn ich gemerkt habe, selbst mit so einfachen Konzepten von ihm macht er mich noch fertig. Da habe ich ja eine Weile nicht mehr dran geglaubt, dass ich da jetzt was Sinnvolles finde, aber es hat sich dann alles so peu à peu ergeben und ich bin auch nicht geizig, übrigens hier im achso, ihr seht meine Maus nicht, aber im Thumbnail sind diese Pfeile, ne, dass man so hüpft. Triple Trip, deswegen auch, ne, die drei Sprungfedern und so. Ich will nicht geizig sein, ich gebe sogar mal den Daumen hoch. Es war jetzt, also was total Augenöffnendes war es jetzt auch nicht, aber es war auf jeden Fall eine coole Idee. Also, dass man so ganz kurz, und es war übrigens irgendwie gar nicht so kurz. Ich habe das Gefühl gehabt, der Würfel ist noch kurz, hat noch kurz in der Luft gestanden oder so. Es war ganz merkwürdig. Vielleicht hat der einen Moment gebraucht, bis er beschleunigt hat, aber es hat auf jeden Fall locker ausgereicht vom Timing her, dass der da lange genug noch den Laser hatte. Und natürlich auch bedingt durch die Zielhilfe, aber man hat ja gesehen, wie gut man doch treffen konnte. Also es hat jetzt beim ersten Mal funktioniert. Ich musste das nicht dreimal probieren und dann jedes Mal präzise ausrichten und so. Das war offensichtlich großzügig, dieses Turret zu treffen. Ja, sehr cool. Okay, das war das für heute. Triple Trip. Nette Sache. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.